Wir stehen hier vor dem Schloss Schwarzenburg. Das Schloss symbolisiert wie kein anderes Gebäude die Herkunft und Geschichte unserer Gemeinde und unserer Region. Es wurde im 16. Jahrhundert gebaut, zum grossen Teil mit Steinen von der Grasburg, die heute als Ruine auf den Felsen von der Sensenschlucht steht. Die Gemeinde Schwarzenburg ist ein Regionalzentrum mit fast 7'000 zufriedenen Einwohnerinnen und Einwohnern und liegt als Naherholungsgebiet in der Mitte des Dreiecks Bern-Freiburg-Thun. Wir sind die grösste Gemeinde vom Naturpark Gantrisch, die im Moment in unserer Region entsteht. Zur Gemeinde Schwarzenburg gehören nebst dem Ort Schwarzenburg eine Reihe von Weilern und Dörfern, wie Albigen, Lanzenhäusern, Mamis Haus und Milken. Schwarzenburg liegt verkehrsgünstig und ist mit den privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Schwarzenburg ist auch ein Etappenort des Jakobswegs. Im Jahr 2010 war es sogar Etappenort der Tour de Suisse. Schwarzenburg ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort und zählt über 200 Firmen mit rund 2000 Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Größter Arbeitgeber ist die Firma Gilgen. Innovative Industriebetriebe können sich auf dem Markt bestens behaupten. Als regionales Zentrum bietet Schwarzenburg ein umfassendes und mannigfaltiges Einkaufsangebot. Mit Großverteilern, Fachgeschäften und Detailisten. Breit gefächert ist auch das Angebot der Gastronomie. In Schwarzenburg kann man sich verwöhnen lassen. Schwarzenburg überzeugt auch als Ziel- und Ausgangsort für Velotouren, Ausflüge und Wanderungen. Die Gemeinde hat sich auf die Fahne geschrieben, die Gantrisch-Region mit dem Naturpark und Schwarzenburg als dessen Herz, als das Naherholungsgebiet in der Region Bern-Thun-Fribourg zu positionieren. Die Region bietet unerschöpfliche Wandermöglichkeiten in romantischer Umgebung und interessante Sehenswürdigkeiten wie alte Brücken über die Sense und das Schwarzwasser oder die Ruine Grasburg. Schwarzenburg ist ein Ort mit viel Energie, mit motivierten Sportlerinnen und Sportlern und einem überaus aktiven Gemeindeleben. Über 120 aktive Vereine sorgen während des ganzen Jahres für einen vollen Veranstaltungskalender. Mit der Mehrzweckanlage Pöschen verfügt Schwarzenburg über eine attraktive Begegnungsstätte für Konzerte, Theater, Versammlungen, Konferenzen, Familienanlässe, Trainingslager und so weiter. Kulturelle Highlights sind das Regionalmuseum Schwarzwasser, die Junkere Bühne und der Gommengarten. Schwarzenburg ist familienfreundlich. Dazu gehört auch das umfassende Bildungsangebot. In 8 Schulhäusern und 7 Kindergärten werden rund 850 Kinder unterrichtet. Ein umfassendes Angebot an weiterführenden Schulen ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in einer halben Stunde erreichbar. Auch für ältere und pflegebedürftige Mitbürger ist bestens gesorgt. Spitex Walern Alblingen, Alters- und Pflegeheime sowie ein Behindertenwohnheim decken alle Bedürfnisse ab. Schwarzenburg ist ein attraktiver Lebens- und Wohnort. Die Gemeinde bietet vielfältige Wohnlagen. Vielleicht auch für Sie? Ich heiße Sie, Schwarzenburg, ganz herzlich willkommen, sei es als Besucherin oder Besucher oder sei es als Einwohnerin oder Einwohner.